Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht's um die Scar Heavy Red Dragon. Das ist die kleine Schwester eben halt von der Scarlight Red Dragon. Die Scarlight Red Dragon gab es ja permanent, aber die Scar Heavy gab es in einem 30-Tage-Bonus-Items-Package, den man einfach, wenn man eben halt die Thompson Inferno Dragon vorbestellt hat, und das habe ich auch, also nicht vorbestellt, aber eben halt schon mal in einer Zeitspanne gekauft hat, eben halt, ich glaube, vom 5. bis zum 12. Februar. Da in dieser Zeitspanne hätte man sich kaufen müssen. Und zwar für 59.500 ZP. Nicht jeder hat die, ich auch nicht, aber okay. Ich habe jetzt nochmal Taschengeldzufluss bekommen, eine kleine Geldspritze, aber okay. Man hat zudem noch in diesem Package, ja, die permanente Thompson Inferno Dragon bekommen. 30 Tage hat man dann eben halt die Yellow Smoke, die Scar Heavy Red Dragon und Spot Elite bekommen. Ja, ich habe auch im Gameplay die Spot Elite drin. Ich habe auch schon das Gameplay für die Infernal Dragon, Thompson Infernal Dragon aufgenommen. Ja, ist ein bisschen ungewohnt mit Spot zu spielen, da sieht ein bisschen komisch aus, alles dünner und auch der Sound ist total, also zuerst hatte ich auch ein komplett anderes Soundpack drin, ne? Auf jeden Fall, ja, ich versuche ein bisschen Zeit zu schenken, weil ich spreche immer so lange, dann sind die Reviews so kurz, weil ich ja euch möglichst viel Gameplay leisten möchte. Also auf jeden Fall, das ist einfach nur ein anderer Skin hingegen zu der normalen Scar Heavy und eben halt hat 5 Munition mehr. Also hier jetzt im Gameplay zwar 2 Bullets mehr, weil ich noch die, wie heißt die, M4 Beast, Infernal Iron Beast habe ich glaube ich drin. Dadurch hat sie ja nochmal 2 Kugeln extra. Auf jeden Fall ist eigentlich genauso eine wie die Scar Heavy Camo. Nachladen, alles gleich. Nur der Skin ist anders. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Muss ich sagen. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Reload-Time beträgt 3,3 Sekunden. Ist ein bisschen lang. Na gut. Ist keine Scar Light. Ich wollte wieder sagen Heavy. Weil Scar Heavy Light. Nein, das so heißt es nicht. Nein, Reload-Time ist 3,3 Sekunden. Ist ein bisschen lang, wie gesagt. Auf jeden Fall hat sie 35 zu 105 Munition. 30 Tage, eben halt temporär. Sie kam auch jetzt erst rein in Crossfire, also davor hat man die noch nicht gesehen, eben halt nur die Scarlight. Und ich dachte auch zuerst, man bekommt die Scarlight für 30 Tage, wozu? Die gibt's doch permanent. Braucht man noch gar nicht. Aber gut, habe ich mir jetzt vorbestellt, dachte mir so, ja, mache ich Review, alles klar. Gut, ja, also insgesamt 140 Bullets, 35 zu 105, jeweils ein Magazin 35 und 105, also 3 Magazine noch dazu. So, leer geschossen ist sie in 3,4 Sekunden und das war es auch schon zu Scar Heavy, was man zu den wichtigsten Daten sagen kann. Auf jeden Fall, was mir auch noch aufgefallen ist, man kann wirklich gut damit sprayen. Mir gefällt auch die Scar Heavy Camo. Kein Ding, also habe ich auch zweimal. Weil ich hatte zu viel BP, so heißt es ja, Bonus Points. Und ja, von der Close Range bis zur weiten Range, ja. Auf den Kopf macht sie 100 Damage, auf den Oberkörper macht sie dann ungefähr 33 bis 39 Damage. Und 39, ist schon fast an der 40 dran. Fast so wie die Beretta Red Dragon. Aber, nicht Beretta Red Dragon. Die 40 Munition hat die Beretta Red Dragon. Und 40 machen ja die Mini-Me. Diese M249 Mini-Me-Version. Diese MGs. Auf den Fuß macht sie ungefähr an die 19 bis 23, 22 Damage. Ist nicht wirklich ein Unterschied hingegen zu anderen Rifles, aber es ist wirklich langsam das Reload. Das ist so, als ob sie einen fetten Wal nachlädt. Oder wie auch immer. Was auch immer. Ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall, die gab es vorbestellt. Der Front Griff, also, na gut. Im kurzen Ganzen ist eine witzige Waffe. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit der zu zocken. Nur, das finde ich ein bisschen doof, wenn man nicht zockt, dass eben halt trotzdem die Zeit abläuft. Auch wenn man sich nicht einloggt und dann die Waffe kauft und Zeit läuft immer ab, das finde ich scheiße. Also, wenn man damit spielt, dann soll man richtig ein Vergnügen daraus machen. Ich habe sofort ein Gameplay gemacht, sofort ein Review rausgehauen und ich muss es jetzt rendern und bla bla bla. Aber, ja, finde ich gut, die Waffe eigentlich. Im kurzen und Ganzen könntet die am 12. ist Stichtag und ich habe die auch am 12. geholt. Oh, ja, gut, wenn man die nur innerhalb 6 Tage kriegen kann oder 5 Tage oder wie auch immer, nein. Also, die gab es vom 6. Februar bis zum 12. Februar und also dieses Bonus-Pack gab es nur vom 6. bis 12. Februar, die eben halt
die Waffe gekauft haben in dieser Zeitspanne. Und die haben dann eben halt diese Items bekommen. Also ich denke mal auch jeder zweite ZP-Player hat die auch. Also so ist nicht. Auf jeden Fall, mit der Thompson ist auch auf jeden Fall geil zu spielen. Ist mal ein anderes Feeling hingegen zu der normalen Thompson. Und naja. Gut, ihr müsst wissen, Sky Heavy Dragon ist eigentlich eine wirklich schöne Waffe. Also für mich auf jeden Fall. Ich habe eigentlich richtig gut Spaß damit. Also eigentlich spiele ich auch nur noch mit AK. Ich möchte nämlich zu AK wechseln. Ich habe die ganze Zeit mit M4 Iron Beast gezockt. Davor immer mit M4, also die normale Version. Und jetzt eben halt mit einer normalen AK. Aber die Sky Heavy Camo, nein, die Sky Heavy Red Dragon kam jetzt raus. Und nochmal die Thompson Infernal Dragon. Habe ich natürlich, naja, erstmal genug zu suchen, was? Gut, das war's von mir. Enjoyt das Gameplay, wenn es noch nicht zu Ende ist. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, favorisieren, liken, erzählt es euren Freunden und it's tea time, bitch.